Und willkommen zu The Wild mit Seanchi. Und ich spiele ein bisschen Gehirnjogging. Oh. Soll einer sagen, die Frauen benutzen nicht ihren Kopf. Ja. Und wenn es nur zum Spielen ist. Was ich gerade offensichtlich ja tue. Okay. Ja. Willkommen zu The Forest, würde ich mal sagen. Willkommen in einem fertigen Spiel. Ich wollte gerade sagen, der ein oder andere dürfte was mitbekommen haben. Und zwar voll Release! Keine Early Access mehr! Es ist fetter Release und so, Mann! Und es gab schöne Updates. Es gab schöne Neuerungen, Verbesserungen, wie auch immer. Und wir werden euch nach und nach diese natürlich auch präsentieren. Ja. Zu unserer Freude natürlich. Ist trotz Update und so unsere Burg alles so geblieben, wie es ist. Mehr oder weniger leider, weil es ist teilweise immer noch ein Schandfleck, aber auch die Fehler sind leider geblieben. Irgendwas ist ja immer. Okay, ich sehe gerade was, das hat jetzt gerade keiner gesehen. Da ist ja auch nochmal so ein fetter Absatz. Na okay, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal ausgebessert, mal sehen. Vielleicht haben sie jetzt auch das Bauen mit Steinen auch vielleicht ein bisschen besser gemacht. Ich habe daran nicht groß die Hoffnung, aber vielleicht. Wir hoffen einfach das Beste. So, ja. Es gibt auf jeden Fall so 1, 2, 3, 75 Neuigkeiten. Und zwar haben wir hier eine Neuigkeit. Ja, auf jeden Fall. Haben wir jetzt bessere Übersetzung. Man sieht das schon hier. Es ist nicht einfach so drüber geklagt, wie mit so einem, wie so einer Maus, sag ich jetzt mal, und dann drüber geschrieben. Nein, es ist jetzt richtig schick übersetzt. So, und was auch gleich zuerst auffällt, sieht das nicht toll aus. Wir haben jetzt richtig schicke Bildchen. Ich finde den Zeichenstil oder den Grafikstil finde ich total geil, wie das gemacht wurde, muss ich es mal sagen. Aber das, was ich am allermeisten gefeiert habe. Ach, und Momento, Uno, Momento. Wir haben nämlich auch was Neues. Uno, Momento. Tada! Es gibt jetzt ein SOS-Zeichen. Und das soll auch ein Flugzeug triggern, wenn man das baut, dass da auch ein Flugzeug über der Insel rüberfliegt. Und ja, wir werden das natürlich testen. Ganz klare Sache, würde ich sagen. Können wir eigentlich heute am Strand bauen, oder? Oder? Ja, das können wir gerne bauen. Gut. So, haben wir sonst hier noch irgendwas? Nö. Ja, gut. Das hier ist alles ein bisschen anders. Also hier haben wir denn jetzt einmal die Herstellung nochmal. Und hier haben wir jetzt die Pflanzen. Diesmal sogar mit Bilder und Tiere mit Bildchen. Ja, dann haben wir immer noch wie gehabt unsere Notizenseite, wo wir so alle möglichen Krams drin haben. Das ist Nummer Uno. Ja, und das, was ich irgendwie am allermeisten feiere, eigentlich ist es, ja, wahrscheinlich die nutzloseste Erneuerung überhaupt, aber ich feiere sie am meisten. Und zwar, ja, das ist ja noch bekannt, würde ich sagen, ne? Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was in der Darstellung geändert. So der Skin, sag ich jetzt mal, der ist ein bisschen anders geworden und das Fleisch sieht auch ein bisschen anders aus. Aber was fällt euch auf? Was fällt euch auf? Ah, ich feiere das so hart. Das bewegt sich alles. Ich finde das so geil. Und was ich noch richtig geil finde, sind denn die Sounds. Hört mal. Oder hört mal das. Ich finde das so geil. Oder hier. Oder hier, die Kassetten. Weed? Weed. Weed, weed. Weed, weed. Weed, weed. Und hier. Ja! Auf jeden Fall kann man natürlich auch den Rucksack in die Mitte packen. Dann kann man auch das Katana in die Mitte packen. Und dann kombinieren. Und dann kann man eine Hotkey-Zuweisung machen. So, mache ich mir mal doch mal gleich auf der 1.
Und wenn ich jetzt. Okay, ist ein dummes Beispiel. Sekunde. Ich will mal das aus. Wenn ich jetzt die 1 drücke. Ha! Das wurde nämlich auch jetzt vereinfacht. Dass man einfach von der Decke aus. Kartoffelstampfer auf 12 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, optimalste Möglichkeit. Den machen wir mal platt und zeigen euch die neue Neuigkeit. Ah! Kumpel, du kommst gerade sowas von gelegen. Ciao, Homo. Ciao, Homo. Los, Fetti. Stopp. Wir brauchen die neueste, allerneueste Neuigkeit. Los, Fetti. Ah, der hat sich genau in dem Moment geduckt, als ich geschossen habe. Ciao, Fetti. Alles klar. Ja. Ich schneide genau in seinem Arsch rum. Jan. Das will ich nicht haben. So. Ja, was ist euch aufgefallen? Guck mal hier. Hast du auch den Arsch angezogen? Nee, noch nicht. Achso, ich kann ja noch die Pfeile. Diese Pfeile noch aufheben. Hast du den Kopf? Wo hängt denn der Kopf? Oh, das sieht ja auch so aus, als wenn du die Kraft. Okay, das Spiel hat natürlich noch so anscheinend so seine. Ich sag mal Mini-Bugs, aber die sind auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, das ist als Feature drinne geblieben. Na, auf jeden Fall kann man damit jetzt was Schönes machen. So, die Haut von den Fetten können wir jetzt auch abziehen, also von alle Fetten. Und dann können wir uns die sogar anziehen. Und dann gibt es hier so ein rosa Gedönse. Und irgendwann, wenn man da guckt, mein Arm, ist das eklig. Sieht echt lecker aus. Oh, ich habe sogar einen Daumen an meiner Hand. Ist das ekelhaft. Auf jeden Fall, wenn man das komplett anhat, ihr könnt euch denken, wie man aussieht. So, er hat denn jetzt den Kopf dabei. Dann kann man den Kopf ja eigentlich jetzt irgendwo anbringen. Haben wir hier über unseren. Ah, guck doch mal. Doch, hier dieser Platz. Wir haben dort da noch gar nichts über unsere Tür. Schiebe. Kopftrophäe. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo das hinpasst. Jetzt nimmt er das nicht. Ich glaube das nicht. Oh, der nimmt das hier nicht. Ich gehe kaputt. Oh. Irgendwo war gerade grün. Bernd Grün. Warte mal, über der Bank sonst? Oh, hier war doch auch gerade grün. Mann. Irgendwo war doch hier gerade grün. Ah. Ist aber gar nicht mittig. Mist. Oder? Zack. Ja, fast mit dich, ne? Ja? Ja, passt. Scheiß drauf. Tada! Wie aus er sieht. Ah! Und? Und? Hat er nicht. Irgendwie ist da in. Was denn? Ich hab gefragt, ob ihr verwandt seid. Irgendwie ist da eine. Ja, na klar. Kartoffelstampfer und ich sind BFF-Mans. Also Best Family Forever. Okay, alles klar. Das ist dann zum Beispiel eine Erneuerung. Man kann sich jetzt die Haut von den Großen anziehen und die Köpfe von den Großen und von den Babys an die Wand hängen. Ja. Auf jeden Fall werde ich Galoppel jagen, weil sein Kopf richtig krass aussieht, weil die Arme noch mit dran hängen.
Geilomatik. Ja, auf jeden Fall, ne? Hier Klippi Klimpi und so und hier, ne, Rucksack und so. Und dann gibt es auch noch was ganz was Neues. Was wir heute denn auch noch in Angriff nehmen werden, ist, man kann sich jetzt eine Speertasche bauen. Dafür braucht man aber unter anderem Wildschweinfell. Und was auch neu ist, wenn man sich hier irgendwas bauen will, zeigt er zum Beispiel an, was man noch braucht. Das ist sehr schön, ja. Das finde ich. Weil man ja auch nicht alle Rezepte im Kopf. Nee, nicht unbedingt, nein. So, wenn man hier auf das Zahnrad geht. Okay, dann wird dann hier durchgestrichen, was man denn schon gebaut hat, was man denn in dem Sinne nicht mehr bauen kann. Und dann sonst hier da oben steht dann hier zum Beispiel Pfeile, was ich noch bauen kann. Oder eine handgemachte Keule. Oder Knochenpfeile und sowas. Das kann man sich dann sonst auch noch bauen. Okay. Aber ich finde das ganz geil gemacht. Also, dass du denn jetzt so eine Rezepteliste hast, wenn du auf das Zahnrad gehst. Weil manchmal hängt man denn da und hat keine Ahnung, wie dieses Rezept war. Und ja, da muss man nicht vorher erst immer irgendwo nachglotzen, sondern hat es gleich am Start. Ja, und in den Höhlen gibt es allerdings auch noch Neuerungen. Einige. Wir brauchen übrigens noch einen Schildkrötenpanzer am Hotel. Um dir gleich mal deinen Spaß zu nehmen. Aber wir müssen sowieso noch mal zum Strand und da mal wieder Panzerchen holen. Klapp, klapp, klapp. So. Genau, also wir zeigen euch nach und nach also so die Erneuerung. Nicht alles auf einmal. Das werden wir heute auch nicht schaffen. Weil in den Höhlen gibt es, wie gesagt, Erneuerungen. Die haben sie ein bisschen ausgebaut, ein bisschen verändert. Und die Sachen liegen jetzt auch wieder woanders und so. In der Höhle gibt es aber sogar denn auch noch eine neue Waffe. Die werden wir euch natürlich auch noch zeigen, weil die wird richtig Freude machen. Es gibt zwar noch kein Zeug zum Nachfüllen dieser Waffe. Aber ich denke mal, das wird denn noch in naher Zukunft implementiert. Und, ach ja, genau. Und in den Höhlen kennt ihr natürlich auch diese Seilabgänge, also Seilabstiege da, wo man da runterklettert. Und die haben jetzt denn so einen Holzvorsprung, dass das alles ein bisschen schicker aussieht und ein bisschen, naja, realer ist, sag ich jetzt mal. Das haben die denn auch noch reingebastelt. Wo, wie, wo, wie, war, wo, wie. Ich höre ihn nicht, sehe ihn aber nicht. Wo ist er? Ach da. Jetzt läuft er weg. Jetzt kommt er wieder her. Buongiorno. Guten Tag. Hallo. Moin. Moin. Und gute Nacht. Fleisch, wenn du Rehfleisch brauchst. Ja, warum nicht? Wenn du überfüllt bist, sage ich jetzt mal, nehme ich das. Bevor es wegkommt. Ja, die Textur, wie gesagt, vom Fleisch ist auch schon anders. Das hat man, glaube ich, jetzt so ein bisschen auch gerade gesehen. Und hier, seht ihr das, ne? Ich glaube, der Unterschied, der ist erkennbar, wie das Fleisch jetzt aussieht. Da muss ich allerdings sagen, es sieht ein bisschen hässlicher aus als vorher. Ja, schön ist lecker ist was anderes, aber es soll ja auch nicht lecker aussehen. Ja, na wohl, Steak sieht auch lecker aus. So T-Bone oder so. Aber okay. Auf jeden Fall sieht das jetzt ein bisschen komisch aus, so ein bisschen creepy. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll, aber es ist ein bisschen, naja. So. Genau, und dann das Reh hier auf dem Boden hat ja auch eine bisschen andere Textur und so. Ja. So, wo ist der Typ jetzt schon wieder hingelaufen? Ach, dahin. Was denn? Ja. Ja, wie gesagt, die Höhlen zeigen wir euch auf jeden Fall noch, weil wir ja auch die Waffe suchen müssen. Die Waffe werden wir natürlich auch super vorführen.
Mann, 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 Mann. Wir haben ja aber auch eine Seilrutsche gebaut mit unserem Abpraller. Ich merke schon, wir haben schon wieder Hotelgäste. Ja, aber die sind noch weit weg. Nö, die sind am Hotel. Guten Buongiorno, herzlich willkommen. Wir haben 24/7 geöffnet. Guten Tag. Genießen Sie den Aufenthalt in unserem 10-Sterne-Hotel. Mein Arm sieht voll ekelhaft aus. Guten Buongiorno, Tag, Tag. Checken Sie in. So. Wir haben auch ein Kaminzimmer, das sehr gut besucht ist. Ach jetzt. Warum ist diese Person hier reingekommen? Sie ist gerade einfach über die Falle gelaufen, dieser. Guten Tag, moin moin. Der Eintritt ist wieder freigegeben. Was? Alter, was ist das hier? Die hüpfen hier über unsere Fallen, rennen raus und die Falle geht hoch und die haben keinen Schaden. Ist auch nicht schlecht. Ja, also, ne? Wie man hört, unsere Fans, die schreien, wenn sie uns sehen. Kein Wunder bei der Hotelführung, die wir hier haben. Die sind ja immer stinks für unsere Gäste da und sind auch natürlich sofort an Ort und Stelle, wenn diese sich ankündigen. Ja, so. Wir sind immer da. Jetzt so, zack, zack, zack. Nein, ich will nicht den Hammer haben. Ich will einmal voll voll machen. Doppelattenkraut. Ja, und wie ihr hört, ne, gab es natürlich so 1, 2, 3 neue Sounds, wenn man hier so ein bisschen was aufsammelt. Total geil, muss ich sagen. So, wir hatten noch hier, das Körbchen ist voll. Unser letztes Hotelkörbchen. Aber wir haben ja im Hotel noch leere Körbchen. Zack, 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 zack. So, hier war dann noch irgendwo Knochen. So. Ja, dann würde ich sagen, sobald es hell ist, ziehen wir mal los und holen uns Wildschweinfell. Damit wir uns auch unser Speertäschlein machen können. Dann haben wir wieder alles am Start. Au. Ich glaube, ich brenne. Scheiß Knochen. Ja, nun beruhig dich. Du hast doch dicke Haut an. Muss doch reichen. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Ich jongliere mit Köpfen. Okay. Alles klar. Oh. Es wird hell. Drop it like it's hot. So. Oh, es wird doch nicht hell. Oh, Alter, jedes Mal täuscht das da drin, weil das so hell ist. Aber müsste ja eigentlich bald soweit sein. So, gibt es eigentlich noch irgendwas Neues, was man so auf die Schnelle erzählen kann? Also in der Yacht gibt es auf jeden Fall noch was Neues. Da gibt es jetzt eine Tür, die man mit einer Keycard aufmachen muss. Diese Keycard befindet sich aber allerdings so in Richtung Storyende. Und falls man es bei uns schon gemerkt hat, wir zögern das Ende so ein bisschen raus. Weil wir Scheiße bauen wollen. Um es einfach mal so kurz zu sagen. Denn wir haben hier hinten ja noch unser super Bauprojekt. Oh, oh, unser Timmy-Schrein. Und hier kann man auch perfekt so einen Monster-Kopf ranmachen an der Lehne. Total geil. So. Wird hell. Hell, hell, hell. Wird hell. Hell, hell, hell. Ach ja. Quietsch, quietsch. Zack, zack, zack. Ja,
wie ihr jetzt hört, wenn man jetzt auch was aufsammelt, so wie Stöcker und so, hat das alles so ein paar Sounds. Also ich finde das total geil. Also jetzt mit dem Update für das Release haben die sich echt Mühe gegeben, also auf jeden Fall. Die Story wurde allerdings auch noch verändert, habe ich gesehen, gelesen. Diese kenne ich aber allerdings noch nicht, weil ich mich nicht spoilern will. Die will ich fett mit im Let's Play miterleben. Wenn ich mich spoiler, bringt das ja auch nichts. Wäre Blödsinn, das theoretisch schon zu wissen. Sag mal, ist dein Mikro kaputt oder was? Ja, ein bisschen. Ich weiß auch, wie unser Lieben. Was denn? Was hast du gesagt? Sag, unser TS funktioniert. Der soll. Okay. Also wenn ich rede, leuchtet der Bubble auf. Also eigentlich funktioniert's. Aber ich glaube, auf der anderen Leitung gibt's Probleme. Ja. Ach so. Siehst du wohl. Da ist doch gerade was aufgefallen. Guck mal. An der Burg ist es jetzt relativ dunkel, nicht? Ja. Und wenn ich jetzt rangehe, ist das nicht geil? Weil das Licht hat jetzt so eine, naja, Energiesparfunktion, sage ich jetzt einfach mal dazu. Dass wenn man weggeht, geht das Licht aus. Oder auf ziemliche Sparflamme. Und wenn man rangeht, geht es wieder an. Finde ich total geil. Das funktioniert allerdings natürlich auch mit diesen Deckenlampen. Weil wenn man weggeht, ich weiß nicht, ob das hier schon reicht. Oh, Tisch. Aber das kann auch sein, dass es nur mit den, nicht mit den Deckenlampen geht, sondern nur mit diesen Standlampen. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist nur mit diesen Standlampen so. Glaube ich. Okay. Also wenn man hier rüber läuft. Was? Happy ist fertig? Miau. Also wenn man hier jetzt rüber rennt, hat man komischerweise keinen Sound mehr. Das ist ein wenig komisch. Miau. Nein, man hat beim Laufen jetzt auf einmal keinen Sound mehr. Okay. Ich denke mal, da wird noch ein Update kommen. Ja, auf jeden Fall ist das bei diesen Standlampen anscheinend nur so. Nicht bei diesen Deckenlampen, glaube ich. Dass wenn man weggeht, dass sich das denn abdunkelt. Finde ich auch irgendwie total cool. Weil das haben sie dafür gemacht, dass die Gegner, also Mutanten und Kannis und so, nicht so doll, also nicht mehr so doll aufmerksam werden, was denn die Base angeht, sondern ja, dass die nicht mehr so doll aufmerksam werden. Wenn man nicht da ist, quasi. So, dann füllen wir nochmal die Trinkflasche auf. Yeah! Yeah! Einmal Saufi. Einmal. 100% hat noch gereicht. Ja. Alles klar. Dann kann man ja mal einmal gleich zum Schneegebiet kommen. Apropos Schneegebiet. Das Cockpit-Teil. Das Cockpit-Teil. Das hat sich allerdings jetzt auch verändert. Und zwar liegt das nicht mehr auf dieser einen kleinen Insel, sage ich jetzt mal. Da kommt man hier nicht hoch, oder? Los. Okay. Es geht natürlich nur von einer Seite. So, das Cockpit-Teil liegt jetzt im Schneegebiet und nicht mehr auf dieser einen Insel oder wie auch immer. Mini-Insel. Hier können wir ja einmal reinglotzen. Hier müsste jetzt. Da, genau. Alter, wie geil ist das denn? Ein Einhornbild? Alter, richtig nice.
Geil. So, hier, klapper, klapper. Oh, ja. Ich glaube, hier hat sich das Design auch ein bisschen verändert, denn ich glaube, hier haben sie etwas diniert. Oh, jetzt gibt es ja auch Geld. Klapper, klapper. So, zack, zack, zack. Mafi, Mafi, zack, zack. Hier kann man nach wie vor noch speichern. Ja, und zwar hier die Tür hier. Da gibt es jetzt eine Keycard, die wir denn, wie gesagt, zum Ende der Story rennkriegen. Da müssen wir jemanden für töten anscheinend. Und dann lässt diese Person so eine Karte fallen. Und dann kann man da rein. Und aber da ist aber immer noch das Schlafzimmer drin, was man auch vorher hatte. Und da gibt es dann aber jetzt irgendwie so ein... War das so ein Artefakt oder sowas? Ich glaube, irgend so ein Artefakt ist da drin. Das kann man dann in den Boden stecken. Und dann gibt es einmal rot und einmal blau. Und je nachdem, bei welcher Farbe man da aktiviert, spawnen entweder da Gegner. Ich glaube, das war bei rot. Oder mehr Gegner. Oder schneller Gegner. Und bei blau, wenn du das in den Boden steckst und da in der Nähe bleibst, dann hast du so einen Schutzwall. Innerhalb von diesem blauen Licht hast du den Schutz. Da kommen die Kannis und so dann nicht an dich ran. So soll das wohl sein. Eigentlich auch irgendwie ganz cool. Also leuchtet schön, das dreht sich denn so. Und wenn man das dann reinsteckt, dann gibt es dann auch so eine Animation dafür. Und dann hast du nachher so schönes blaues Licht. Geil wäre es ja, wenn man ganz viele hätte und damit denn seinen Hof von der Burg ausleuchtet. Ach, das hast du wieder gehört. Sonst musst du mal dein TS neu starten. Oder so. Zack, zack. Buddy disconnected from your channel. Okay. So, und in den Koffern gibt es jetzt allerdings auch Kleidung, die man jetzt wechseln kann. Dann hat man irgendwie mal ein anderes T-Shirt oder irgendwie sowas. Guten Buongiorno. Hallo, hallo, hörst du mich jetzt besser? Also, ich höre dich jetzt überhaupt, ja. Weil ich habe die ganze Zeit ein Single-Let's Play gemacht. So. Okay, schade. In diesem Koffer war jetzt noch keine Klamotten zum Tauschen drin. Das sind so eine auch ganz anders aus. Ja, das waren einfach ganz normale Koffer. Miau, miau, miau. Habe ich da noch Platz? Nein. Okay. Gut. Der Witz ist, Wildschweine jagen brauchen wir jetzt nicht mehr. Waffe holen wir auch beim nächsten Mal. Ja, ja, das sowieso. Also Höhlentour wollte ich jetzt sowieso nicht groß machen. Oh ja, siehste Panzer. So, den brauchen wir natürlich auch wieder. Wenn wir denn ins Schneegebiet fahren wollen, dann brauchen wir natürlich auch einen Schlitten. So. Ach ja, genau. Nee, Buch war ja eigentlich sogar richtig. Da. Zack, 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 zack. Halt, einer zu weit. Zack. So. Miau. Hehe. Wir bräuchten denn mal 34 Steine. S, O und S? Nee, A, B und C. Ich habe gedacht, wir bringen Flieger, also Piloten, einfach mal das Alphabet bei. So, allerdings werden wir den letzten Stein aber erst in der nächsten Folge setzen. Da wir jetzt ja auch nicht mehr großartig warten können, bis eventuell irgendwann ein Flugzeug rüberfliegt, weil ich auch nicht weiß, wie lange das dauert. Also bauen wir das denn in der nächsten Folge fertig, würde ich sagen. Dann haben wir gleich noch Action. Fett die Action. Alles klar. Ein Stein fehlt noch, den lassen wir jetzt. Machen das in der nächsten Folge, damit wir mal gucken können, ob ein Flugzeug wirklich kommt. Das wäre ja geil. Wäre mal gespannt. Und dann müssen wir das leider auf nächste Woche verlegen, dass wir dann Wildschweinhaut holen, damit wir
unser Täschchen machen können. Unser Speertäschchen. Ja. Und dann werden wir so nach und nach immer so ein bisschen auf die Neuerungen eingehen. Und natürlich auch irgendwann das Ende machen. Das natürlich auch klar. Aber damit lassen wir uns natürlich auch noch Zeit. Weil Blödsinn bauen. Yeah! Aber es hat doch wirklich gut. Was denn? Heute, das war. Ja. Guti, dann will ich mal sagen, dadurch, dass es sowieso jetzt gerade anscheinend auf seiner Leitung nicht so ganz so funktioniert und wir schon am Ende unserer Minuten mal wieder sind. Mann, vergeht das immer schnell. Würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall nochmal sorry, dass wir eine Woche quasi Päuschen hatten, aber leider nimmt das Arbeitsleben einen manchmal sehr ein. Aber gut, die Woche haben wir überstanden, jetzt kommt mal wieder was. Ich hoffe doch jetzt durchgehend eine Weile, bis denn der Ende vom Mai kommt und da eventuell wieder was ins Stocken gerät. Aber wir schauen mal, wie wir das mit dem Vorprüfen so schaffen. Dann will ich nochmal vielen Dank fürs Reinschalten. Ein schönes Wochenende gewünscht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss.